Ja, wunderschönen guten Tag miteinander. Heute gibt es wieder mal einen längeren Roadtrip. Und zwar geht es heute als Ekenenbahn. Also respektive, heute geht es mal Richtung Österreich. Richtung Attersee. Das sind etwa 500 Kilometer, wenn es mir recht ist. Können wir sonst dann später mal noch anschauen. Jetzt geht es das erste Mal da an die Raststätte, Thurau. Dort habe ich abgemacht mit Marianne und dem Hans. Die kommen auch mit, respektive die gehen auch in die Region. Und dann haben wir gedacht, können wir doch am besten gerade zusammen. Ja, und von dort geht es dann los. Wir haben uns entschieden, dass wir via Österreich fahren, nicht via München. Weil in München ist ja noch Oktoberfest, das hat jetzt auch angefangen. Und die ganzen Klimakleber da, die sind sicher auch unterwegs heute. Kann ich mir gut vorstellen, vor allem wenn das Oktoberfest ist. Und dann weiss ich nicht, wie es rund um München ist und die Baustelle hat sehr viel dort. Das heisst, wir fahren jetzt via Österreich, Innsbruck. Und dann weiter und mal schauen, wie viel das wir laden müssen, wie viel das wir Pipi-Pause brauchen. Zum Mittag müssen wir dann zwischendrin auch mal noch essen. Es sind auf jeden Fall sicher etwa 6 Stunden Fahrt. Wahrscheinlich eher ein bisschen mehr am Samstag. Und dann, würde ich sagen, hören wir uns später nochmal. Bis bald. Jetzt geht es weiter zum nächsten Halt. Vor uns sehen wir vielleicht ist Hans und Marianne. Und das nächste Ziel, ich weiss nicht, ob wir das schaffen ohne Zwischenstopp. Ich glaube es zwar nicht. Ich glaube, da muss vorher jemand ein bisschen. Aber das Ziel wäre eigentlich Supercharger Langkampfen, Österreich. Das sind 296 Kilometer. 3,5 Stunden zum Fahren. Ja, so lange schaffen wir nicht ohne Bissle, ganz bestimmt nicht. Aber dann wären wir eigentlich schön, um Mittagszeit wären wir dort, könnten wir schön einladen. Und mir sagt ihr jetzt, ich komme mit 34% dort an, also müsste ich eigentlich gar nicht laden nach 3,5 Stunden. Ja, dann fahren wir mal ein bisschen. Und wenn es dann eine schönere Landschaft gibt da, ich glaube, wir müssen nachher noch über den Arlberg, weil das Tunnel ist zu. Also doch noch eine schöne Strecke zum Fahren und dann würde ich sagen bis später. 87% haben wir jetzt, 480 Kilometer zeigt er an. Was ich euch auch noch sagen wollte oder vorwarnen, bei mir kommt das komischerweise Update nicht zu neuen, aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr das 2023.31.4, ich weiss jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall Punkt 4 am Schluss, ich glaube es Punkt 31. Den müsst ihr aufpassen, wenn ihr das installiert. Da hat es eine ganz komische Änderung, die passiert ist. Ich will es vorerst nicht installieren, weil das würde mich grausam nerven. Und zwar unter Autopilot, wenn ihr die Einstellung so habt wie ich, aktuelle Geschwindigkeit und da irgendetwas Plus eingestellt habt, dann wird das nicht mehr funktionieren in der Punkt 4 Version. Dort könnt ihr da nicht mehr Plus einstellen, da ist einfach automatisch Plus 0. Ihr könnt nur noch unter Geschwindigkeitslimit könnt ihr etwas einstellen. Sobald ihr da überwechselt, ist da auf 0. Und das wäre für mich der Horror. Weil es ist dann nachher so, dass also wenn es so eingestellt ist, wenn ihr den Autopilot aktiviert, übernimmt er die aktuelle Geschwindigkeit, die ihr gerade fahrt. Wenn ihr ein Geschwindigkeitslimit eingestellt habt, übernimmt er automatisch die Geschwindigkeit, die ihr erkannt hat. Also wenn ihr jetzt im 80er fahrt, zum Beispiel mit 60 und so eingestellt habt und dann aktiviert, dann geht er auf 60. Wenn ihr dann den Hebel ein bisschen runterzieht für 2 Sekunden, dann übernimmt er nachher die Geschwindigkeit, die er erkannt hat, das wäre 80. Und
würde dann da plus 2 dazu nehmen, also auf 82 einstellen. Wenn ihr es so eingestellt habt und wir fahren im 80er mit 60 und aktiviert den Autopilot, dann beschleunigt er gerade auf 82. Und nachher ist es so, dass wenn ihr es so eingestellt habt, wenn ihr den Autopilot aktiviert mit 60 im 80er, dann fährt er 60 und wenn ihr dann den Hebel 2 Sekunden lang runterzieht, übernimmt er dann einfach 80. Und ihr könnt dann auch nicht schneller einstellen. Also ihr könnt dann nicht 82 einstellen oder 83 oder so. Das geht nicht. Ja, also für alle, die das noch nicht installiert haben und so die Einstellung haben, würde ich vielleicht noch warten mit dem Software-Update installieren. Die Sonne kommt auch schon vor, tipptoppi Sache. Dann würde ich sagen, etwas später. So, der Arlberg-Tunnel ist geschlossen. Und jetzt seht ihr hier schön geradeaus, wo wir durch müssen. Schön hier über den Arlbergpass hinein. Wunderschöne Kurvensträssli. Ich zeige euch noch schnell, wie das im Tesla-Ding aussieht. So sieht es auch in echt aus. 60% noch im Akku. Und ja, er sagt immer noch, wir können mit 36% im Supercharger langkampfen an. Ein bisschen viel Verkehr hat es da, weil das Tunnel zu ist. Aber ich glaube, nachher sieht es gar nicht so schlecht aus da. Eine wunderschöne Passstraße auf jeden Fall. Schöne Passstraße. Dann lassen wir doch den Autopiloten mal fahren. Mal schauen, wie er das meistert. Ich glaube, jetzt scheitert er dann gerade bei dieser Kurve. Ein richtig steiler Bogen. Ja, schon gescheitert wäre da. Bei den ganz engen schafft es einfach nicht. Sonst macht es tipptopp, aber sobald es so 180 Grad ist, so, dann geht es nicht mehr. Jetzt da kommt so ein 90er. Die sollte er, glaube ich, noch meistern. Ist einfach fast in die andere Spur rein. Obwohl es mega viel Platz hat. Nein, schafft er doch auch nicht. Ja, gut. Vorher hat es so gut ausgesehen. Wunderschön wieder da, wunderschön. Wir haben jetzt gerade eine kurze Pause gemacht, Busy-Pause und Kaffeepause. Hier in Arlberg, gerade neben dem Supercharger, haben wir Pause gemacht. Laden haben wir aber nicht müssen. Wir haben beide noch fast 60% im Akku. Hans und Marianne sind da zwei, drei Autos weiter vorne. Und ja, jetzt geht es weiter zum Supercharger Langkampfen. Dort sollten wir am kurz nach halb zwei sollten wir dort ankommen. Mit 36% sagt er jetzt immer noch. Tipptoppi Sache. Und Verkehr ist hier in Österreich bis jetzt auch eigentlich gut. Es läuft immer, also es rollt immer. Wirklich anhalten muss man nie. Also grosseren Stau hat es nicht. Von dem tipptopp. Und die Aussicht ist auch traumhaft oben. Ja. Dann würde ich sagen, bis später. So, jetzt sind wir dann gerade am Supercharger langkampfen. Ja, halb neun sind wir losgefahren und jetzt ist halb zwei. Jetzt laden wir das erste Mal laden. Und ja, immer noch 35% im Akku.
erstaunlicherweise. Das heisst, weißt du, wo durchfahren? Ja, das heisst, wir könnten jetzt eigentlich locker noch irgendwie 2 Stunden weiterfahren. Vielleicht sogar 3. Also wir haben ja noch mehr als ein Drittel im Akku. Wir sind ja eigentlich nur mit 93% abgefahren, gar nicht mit 100. Und da bin ich schon mal gewesen. Ich glaube, vor etwa 2-3 Jahren, als wir auf Ungarn gefahren sind, haben wir hier auch einen Stopp gemacht, das weiss ich noch. Vorne V2 und hinten sind dann V3. Gehen wir natürlich zu der V3 und da geradeaus ist die Lounge hinter der Tankstelle, oben dran ist die Lounge. Genau, mag mich noch gut erinnern. So, dann stellen wir den mal irgendwo da hin. Und dann gehen wir mal schauen. Ob wir schnell in die Lounge gehen oder direkt essen oder was. So, da sind wir. Da muss ich schnell einstecken und nachher können wir mal schauen, wie der reinlässt. Also, der Hansl hat dann mit 160 schon bereits und ich da nur mit 127. Aber wir sind auch am V2. Und brisant habe ich es ja eh nicht. 50 Minuten, das langt. So, jetzt geht es weiter. Wir haben beide fertig geladen. Der Hans und Marianne am V3. Die haben jetzt, glaube ich, 93% im Akku. Und ich am V2 und habe 92% im Akku. Wir haben eigentlich genau den gleich grossen Akku. Von dem her sieht man, es bringt eigentlich. Es bringt eigentlich nicht wirklich Vorteil, der V3, außer man kommt mit mega wenig Prozent an. Dann nützt es etwas, aber wir sind beide mit 35% haben wir beide gehabt, wo wir angekommen sind. Also wir sind wirklich ziemlich gleich auf da, unsere beiden Autos. Mal nachher dann den Verbrauch anschauen. Bei ihm, ob der auch so tief ist wie bei mir. Und ja, jetzt geht es Richtung, nächster Halt ist Obersalzberg. Da gibt es anscheinend irgendein Hitler-Denkmal. Dann halten wir dort schnell, halten, vielleicht ein Foto machen. Und nachher geht es dann weiter, Panoramastrasse. Und dann da ganz viele schöne Seen und so. Es wird auf jeden Fall, eine tipptoppe Strecke, die wir jetzt dann machen. Jetzt noch schnell ein bisschen auf die Autobahn, um noch ein bisschen Strecke zu machen. Und dann nachher geht es dann überland weiter, weil da im Grenzgebiet hat es anscheinend einen mega Stau. Wahrscheinlich wieder Klimakleber unterwegs oder sonst irgendetwas. Gut, Oktoberfest ist ja auch noch. Und dann ja, fahren wir da noch ein bisschen und dann würde ich sagen, bis später. So, jetzt sind wir gerade wieder in Bayern, Deutschland. Zuerst schnell über die deutsche Grenze. Also über die Grenze Richtung Deutschland. Dann sind wir eigentlich gerade wieder auf Österreich nach der Ausfahrt. Wir sind ein kleines Stückchen Autobahn noch gefahren. Über die Grenze Richtung Deutschland. Dann haben wir die Ausfahrt genommen. Nach der Ausfahrt war eigentlich gerade wieder Österreich gewesen. Jetzt sind wir alles durch Österreich gefahren. Schön da Walchsee hat es geheissen, genau, Walchsee durch. Und jetzt ist gerade vorne eine Tafel gekommen, Bundesrepublik Deutschland, Freistaat Bayern. Das heisst, wir sind jetzt wieder in Deutschland. Und kommen dann wahrscheinlich bald wieder auf Österreich, so wie es aussieht. Wahrscheinlich schon bald, ja. Also wir fahren immer ein bisschen auf Grenzgebiete in letzter Zeit. Schöne Strassli, aber zwischendrin hat es irgendwie ein paar Ausländer auf der Straße. Also jetzt vorher gerade ein Holländer. Und noch vorher ist, was ist vorher? Ich weiß gar nicht, Franzose, glaube ich, Italiener. Alles mit 30 und so, in der 80er Strecke, alles mit 30. Unglaublich. Dafür, wenn man dann einmal endlich überholen kann, dann hat man dafür ein bisschen freie Fahrt. Ja, jetzt fahren wir hier schön ein bisschen durch die Käffli durch. Genießen die schönen Aussichten.
Und ja, mal schauen, wie lange das geht, bis wir wieder in Österreich sind. Ich probiere die Kamera dann das nächste Mal rechtzeitig einschalten, dass man sieht, wann die Grenze kommt. Aber ich weiss es ehrlich gesagt damit auch nicht, darum damit ist es schwierig. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall noch in Bayern. Jetzt geht es richtig Berchtesgaden. Ich schnalle mal die Kamera führen, dann hat man eine schönere Aussicht. So, Chiemberg ist da irgendetwas. Zimmerbergschanze, oder wie hat die geheissen? Grosse Zimmerbergschanze. Irgend so eine Skisprungschanze war da. Traumhafte Gegend da, muss ich also sagen. So schöne Häusle, viel Wald, schöne Strecke. Schon geil, da kann man einfach mit 100 kann man da einfach durch die schönsten Gegenden durchfahren. Da jetzt tipptoppe Straße. 100. Es fährt einfach fast niemand 100, außer mir. Wunderschön da. So, jetzt seht ihr da gerade, wo die Sonne geht. Berchtesgaden und Maria Gern. Und Terrain, genau. Wir fahren jetzt da weiter Richtung Berchtesgaden, weil Maria nicht gern. Maria Gern wäre in die Richtung gewesen. Und jetzt sollten wir dann glaub, bald dort sein. Wie lange haben wir denn noch bis Berchtesgaden? 16 km? 8 km noch? Ja, ich denke, noch etwa 10 Minuten müssen wir dort sein. Dann kann ich euch hoffentlich mal ein bisschen Aussenbilder zeigen, je nachdem, wie schön das dort ist. Schönes Bergmassiv da vorne. Traunstein, Hintersee, Königssee. So, das ist jetzt also Berchtesgaden. Warum ist das eigentlich so bekannt? Ich weiß gar nicht. Ist das Skirennen oder so? Oder war da mal der James Bond gewesen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind doch auch mal Skirennen, Berchtesgaden. Speziell aus da. Das ist der Kreisel, der über den Fluss hineingeht. Das ist gar kein Kreisel, das schon. Lustig. Lustiges Käffli. Sauna, Liegestuhl, ein paar Umsinnele. Schlecht, schon Wellness da.
sonst läuft da nicht viel. He? Ja. Stau. Schauen wir mal, ob es da noch etwas Schönes hat. So, jetzt geht es ja an der Richtung drauf da zum Obersalzberg. Wie heisst das? Ja, Obersalzberg. Richtig schöne Höhe. Da darfst du 100 fahren auf diesen Wegen. Das ist schon geil. Spass. Da kommt noch ein Töff entgegen, damit es die Straße. Ja, schauen wir mal, was da hat in 5 Minuten am Obersalzberg. So, wir fahren weiter da von Obersalzberg. Das ist ja da mal so eine Art das Wohnort von Adolf, von Mr. Hitler. Der hat sich da ein richtiges Paradies gebaut. Da hat es überall versteckt. Also weiter am Berg oben hat es noch ein mega Haus, das er gebaut hat. Und da hinten hat es so ein Restaurant auch versteckt. Dort ist er anscheinend immer spazieren mit dem Hund. Der hat also schon gewusst, wo man gut lebt, muss ich sagen. Und ja, wir gehen jetzt weiter. Es ist jetzt nochmal eine Stunde Weg zum Supercharger St. Georgen im Attergau, heisst das. Dort hat es 24 V3, Nigelnagelneu. Und ja, ich komme dort an mit, also ich komme dort an, respektive die Luna kommt dort an mit 59% sagt er jetzt. Das heisst, wir müssen eigentlich gar nicht laden, aber wir wollen uns noch ein bisschen vorbereiten für morgen. Und habe ich euch gar nicht erzählt, ich tue ja campieren, ich tue ja im Auto übernachten, ich habe ja meine Matratze noch hinten rein. Die anderen zwei Tage gehen ins Hotel, die haben das Hotel gebucht, aber ich habe dann geschaut und im gleichen Hotel hat es nichts mehr gehabt und irgendwo allein ein anderes Hotel habe ich irgendwie auch keinen Bock gehabt. Da habe ich gesagt, ich gebe das Geld lieber raus zum Essen und schlafe im Auto. Und für eine Nacht geht das gut an. Das heisst, wir werden dann noch ein bisschen wild campieren irgendwo. Und darum gehen wir am Supercharger noch ein bisschen reinladen, dass wir morgen ready sind. Dass wir dann morgen da ein bisschen die Strecke abfahren können. Wo es dann genau hingeht, weiss ich ehrlich gesagt noch nicht. Wir fahren wahrscheinlich zuerst in die Richtung, von wo die kommen, Teilnehmer. Also wir fahren ihnen entgegen. Dann hat es dort in der Nähe, wo wir im Hotel sind, also respektive sie im Hotel sind, das ist, ich glaube, nur etwa eine Viertelstunde weg oder so. Dort hat es 3 Posten. Dort können wir sicher mal schauen. Und nachher, wenn dann die ersten durch sind, fahren wir dann mit der einen mit, ein Stückchen. Und gehen dann zu der Postalm. Dort ist ein weiterer Posten, wo sie Aufgaben machen müssen. Dort hat es einen richtig grossen, schönen Parkplatz. Dort gehen wir dann noch ein bisschen an und dann werden wir dort noch ein bisschen sein. Und ich muss mich dann bezeit auf den Heimweg machen, weil ich muss ja den ganzen Weg, den wir jetzt heute gefahren sind, die 6-7 Stunden, muss ich dann morgen wieder heim, weil ich am Montag muss arbeiten. Genau. Und vermutlich gibt es dann mehrere Videos. Ich denke, ich werde schon eins machen jetzt mit der Heimfahrt da. Und dann ein zweites Video mit dem ganzen E-Cannonball und so. Und Heimfahrt, mal schauen. Beim Heimfahren habe ich meistens Stress, da kann ich meistens nicht auch noch filmen. Aber mal schauen, vielleicht machen wir bei der Heimfahrt auch noch etwas. Und
fahren wir mal noch ein bisschen und dann zeige ich euch dann am Supercharger mal alles ein bisschen von außen an. Die Luna, wie sie aussieht, wie fit sie ist da nach, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir schon, wie viel sind wir schon gefahren? 12 Kilometer. Sicher über 500 nachher. Ich habe es natürlich gar nicht zurückgesetzt, Kilometerstand, aber ich kann nachher in der App schnell schauen. Die Trinity App, die zeichnet ja alles auf. Schauen wir nachher mal schnell, wie viel das wir gefahren sind. Also, bis später. Oberau. Finden wir noch so ein schönes Käffli da. Wunderschön. Fast alle Solar auf dem Dach. Schön, Oberau schon wieder fertig. Nachher kommt Rossfeld in 9 km. Ah ja, was ich noch sagen wollte, wir haben ja gewartet, bis die Grenze kommt. Aber die Grenze ist noch nicht gekommen. Jetzt müssen wir hier runter. Aber jetzt sollte anscheinend, glaube ich, wieder die Grenze kommen. Oder nicht, oder schon. Jetzt sind wir die ganze Zeit, da hat es einfach Geiss unterwegs, cool. Jetzt sind wir die ganze Zeit eigentlich durch Bayern gefahren. Ah, kommt es jetzt da? Ist das die Grenze? Ah ja. Republik Österreich. Jetzt sind wir wieder zu Österreich. Jetzt sind wir also mega lang alles zu Deutschland gefahren. Und jetzt sind wir wieder zu Österreich. Schon verrückt, wenn da lebst du. Immer über Grenzen. Gut, ist ja gar keine Grenze mehr. Wie war das echt früher gewesen, wo noch das eigene, jedes Land sein eigenes Geld hatte? Dann musste ich ein paar Meter laufen und immer mit zwei Portemonnaie unterwegs sein und so. Verrückte Sache. Und jetzt kommen wir schon wieder auf Deutschland, oder was? Oh nein, Republik Österreich. Nochmal. Cool. Hi. Ja, dann sind wir jetzt wieder zu Österreich. Coole Sache. Da ist wieder ein mega schöner See und man sieht einfach nie runter. So ein Seich. Man muss immer irgendwo anhalten, dass man runter sieht. Sieht man einfach nie das Ganze, aber ich will nicht so gerne das Fett lieber raus. Traumhaft da, da sehen wir ein bisschen See, ein bisschen. Das ist vielleicht ein Riesensee. Gut, machen wir mal kein Foto, schauen wir mal, wie der See heisst. Was ist das für ein See da? Ist da gar nicht angeschrieben. Schwarzenbergsee, echt. Keine Ahnung, ich kann euch nicht sagen, wie der See heisst. Ist nicht angeschrieben. Ist auf jeden Fall ein schöner, langer. Tschüss.
schöne lange, sicher eiskalt, wie wieder aussieht. Sieht das ein bisschen ähnlich aus wie der Klöntaler See oder so. Ja gut. Schade, kann ich den nicht für euch einfangen. Das geht wirklich nicht. Man sieht nie nichts. Man sieht nie nichts sehr. Ist auf jeden Fall ein schöner See. So, wir haben hier gerade schnell Pause gemacht beim Red Bull Headquarter. Seht ihr da noch? Ich kann sonst auch noch ein Foto machen. Gemacht und blende euch noch ein Foto ein. Und jetzt geht es weiter zum Supercharger. Also, bis später. Wolfgangsee. Für die, die den nie gesehen haben. Jetzt kommen wir schon wieder am nächsten See. Der Mondsee ist jetzt da. Hinter den Bäumen noch versteckt. Aber ich glaube, es wird jetzt dann bald vorher kommen. Gemäss Karte ist jetzt dann der Wald knapp vorbei. Noch eine grosse Kurve nach der hier. In die andere Seite. Und dann sollte man dann eigentlich schon den Mondsee sehen. Der Mond kommt auch bald vorher. Respektive die Sonne geht jetzt dann glaube ich unter. Mal schauen, ob wir da noch ein bisschen Sonnenstrahlen sehen. So, wo bist du, Mondsee? Ich hoffe, man sieht ihn nicht. Man sollte ihn schon sehen. Ich war nämlich auch noch nie gewesen. Vorne ist er auch schon. Wie ihr seht, sind wir immer noch nicht am Supercharger angekommen. Wir sind jetzt noch kurz Nachtessen. Wunderschönes Restaurant hier. Ich muss nachher schauen, wie es geheiss hat. Kann ich es euch noch einblenden. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Tipptopp, gerade am See, also am Mondsee. Super fein gewesen. Und für das Dritte haben wir gezahlt 3 Personen. 3-mal essen, 3-mal trinken. 65 Euro. Für Gordon Bleu, Tartar und Ripley. Mit zu trinken. Krass, oder?
Ja, jetzt Endspurt, noch 12 Minuten haben wir bis zum Supercharger. Dann noch ein bisschen reinladen, so auf 80% oder so. Und dann können Sie dann mal im Hotel einchecken. Und ich mache mein Bett bereit im Tesla. Und dann hören wir uns dann auf jeden Fall nochmal. Also bis am Supercharger. So, jetzt haben wir es geschafft. St. Georgen im Attergau heisst das da. Und da hinter der Tankstelle sind die vielen schönen Ionity, ist übrigens auch da. Für die, die Ionity brauchen, gibt es doch auch ein paar. Und da durch. Bist du sicher? Nicht dort oben. Da hinten muss man. Ja, so. Da hinten muss man. Doch neben der Tankstelle vorbei. Dann hat es hier alte und dann hat es hier noch neue. Uäh. V2 und die jüngste V3. Saubere Sache. Saubere Sache. So, einstöpseln. %57 haben wir noch im Akku. 45 Minuten verbleiben bis 100%. Keine Ahnung, wie viel das wir laden. Wahrscheinlich bis etwa 90 oder so. Ich stelle aber auf 125 Minuten. Ja, ja. Mal schnell an der Tankstelle etwas senken pusten und ich zeige euch mal, wie das aussieht. Da. So sieht das da aus. Schön auf dem Land eigentlich. Alles V3 da. Alles V3. Hans und Marian, wir müssen mal einstecken, da geht der Schutz. Und unten sind alles V2. Ja. Und Luna surrt. Schön mit so halber Sonnenuntergang. Sieht, glaube ich, noch gut aus. Unser Fliegentöter da. Unser Fliegentöter. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Ja, schönen guten Morgen aus dem Tesla da. Super gepfuset, hier auf dem Berg oben. Ich zeige euch nachher mal wo. Also da sieht man es ein bisschen. Irgendwie so ein Parkplatz an der Strasse, zuoberst auf dem Hocker. Und ja, die Sonne geht langsam auf. 6:30 am Morgen. Alles angelaufen, die Scheibe da. Aber ja, ich habe eigentlich recht gut gefuset, muss ich sagen. Tipptoppi Sache war, schön ruhig da, das Bächli gerade nebendran. Und ja, ich habe ja das Video gestern vergessen abschließen. Das machen wir in dem Fall jetzt. Und das neue Video fangen wir dann auch gerade da an. Und dann, ja, würde ich sagen, hoffe, hat ein bisschen Spass gemacht, die Fahrt hin. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Peace, ciao zusammen.